Willkommen zurück zu einer neuen Folge zu C3. Wir befinden uns mal wieder auf der Siegstrecke und man sieht hier den Plan. Wir sind ein bisschen verlängert und wir fahren heute eine S-Bahn. Beginnt in Au-Sieg. Die Strecke wurde nämlich mit dem letzten Update um ein paar Module verlängert. Ein Stück der Oberwesterwaldbahn ist auch dabei, habe ich gesehen. Kannst du mit 648er fahren. In der Realität fährt das, glaube ich, die hässliche Landesbahn. Das weiß ich jetzt aber auch nicht so aus dem Kopf. Aber wir fahren jetzt die hier beginnende S-Bahn, Baureihe 423. Ich glaube, der Führerstand... Ich weiß es nicht. Hilfe. Ja, da bin ich an den Joystick gekommen. Der Führerstand hier, der ist, glaube ich, mittlerweile auch offiziell erschienen. Ich muss hier mal kurz nochmal was umstellen. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Achsenzuweisung. So. Jetzt passt da. Gibt es wahrscheinlich irgendwie gleich Abzug in der Wertung. Aber... muss man umstellen. Abfahrt haben wir um 50. Das ist auch gleich. Und ja, der Führerstand ist, glaube ich, schon offiziell erschienen. Wenn nicht, im ZUSI-Forum findest du ihn auch. Der ist ja schon ewig verfügbar gefühlt. Und ich finde, der ist ganz nett gemacht. Hier sieht man auch die Autoren da am Fenster beklebt. Da ist das Krümelmonster. Ich finde, er ist im Allgemeinen nett gemacht. Vor allem auch mit den Scheiben hier alles. Das ist schön. Und wir haben Abfahrt. Tür zu. Ausfahrsignal zeigt auch Fahrt. Dann können wir los. Und die SIFA will auch noch nicht so, wie ich will. Wunderbar. Müssen wir auch noch kurz umstellen. Was liegt in die SIFA? Wunderbar, haben wir auch geändert. Und ist ja natürlich toll, wenn man hier gleich wieder alles umstellen muss. So. Oh. Gab jetzt natürlich eine Zwangse, weil die Taste hier nicht übernommen war. Bremse lösen. Abfahrt. Jetzt soll es aber gehen. Oh, Ausfahrt mit 60, oder? Ne, 40. Nächster Halt ist Rossbach. Funktioniert das FIS? Zugverband, mehr fahren. Gucke ich mir gleich in der Haltestelle an. Können jetzt aber mal beschleunigen. Auf 110.
wundert mich, dass man hier keine Zugnummer gibt. Das war eigentlich mal so. Aber wenn die 100 angekündigt, lassen wir ausrollen. Ach, da hat Zugnummer. Da kommt entgegen. Schöner Güterzug. Drei, zwei, drei, fünf, fünf. Keine Ahnung, ob das Fissi schon funktioniert auf der erweiterten Strecke. Wir haben jetzt jedenfalls hier gleich den ersten Halt. Sogar noch später bremsen. Die bremst ganz gut hier. Wie lange sind wir dann? 135 Meter. Hält sich im Rahmen. Rosbach. Wunderbar. Türen auf. Nächster Halt. Die gehen, glaube ich, auch, oder? Hallo? Hallo? Ich hätte gern zwei Cheeseburger und eine kleine Pommes. Das ist auch immer schön. Aber wir können schon wieder weiter. Also, der Führerstand hier ist echt schön gemacht. Von der sind gleich 90. Und die sind wir eingleisig. Nächster Halt ist Schlandern. Und dann sind wir schon wieder auf dem Teilstück, den wir kennen. Wobei sind wir jetzt schon wieder. Eingleisige Brücke. Thank you.
Liebe Fahrgäste, wegen Gleisbelegung vor uns verzögert sich unsere Weiterfahrt. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Ja, kein Problem. Habe ich mir notiert. Wir fahren dann gleich mit der Bundespolizei in den Drive und dann können wir alles bestellen. Ich finde die nett. Jetzt könnten wir jetzt auf die Schnellbremsung hauen, aber das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Vorsicht an den Türen, bitte nicht mehr einsteigen, zurückbleiben. Der funktioniert auch. Aber doch, hier hat sogar gepasst. Abfahrt. Nächster Halt ist Dattenfeld. Ankündigung. Kommt ein Gegenzug, auch S-Bahn. Und da vorne ist unser Halt. Wunderbar. In die andere Richtung sind's. Ach, guck mal hier, hier ist auch Zugdateneinsteller. Hat die 423 noch so ein altes Ding drin? Naja. Türen zu. Abfahrt. Und dann geht's wieder weiter Richtung Köln. Nächster Halt des Härchen. Hat auch ein schönes Signalhorn. Ich finde, der Sound ist davon auch sehr gelungen. Wir dürfen eigentlich 120.
Ja, die Siegstrecke habe ich ja, glaube ich, so schon mal gezeigt. In einem Video. Und so viel Neues gibt es hier im alten Abschnitt auch nicht. 100 angekündigt. Und dann sind wir auch schon gleich im nächsten Halt. RE9 nach Siegen. Baureihe 146 und Doppelstockwagen. Hier im Fahrplan noch durchaus zu finden mit Baureihe 120, was Besonderes ist. Früher fuhr es auch hauptsächlich mit Baureihe 111. Die waren dann auch teilweise weiter durchgebunden. Über Dillenburg bis Gießen. Vorsicht an den Türen, bitte nicht mehr einsteigen. Zurückbleiben. Ja. Hat halbwegs gepasst. Oh, weiter geht's. Dann wieder 110 km erlaubt. Wunderbar. Abfahrt, weiter geht's. 120. Und immer wieder die Sieg.
auffällig ist ja, dass hier überall die Betonmasten stehen. Normalerweise sind ja Gittermasten üblich. Da sitzt der Fahrdienstleiter hier in Eitorf. Erlaubt sind 140. Na, Ebola. Ich kriege es heute bei 120. Ah ja, da bleiben wir mal dabei. Als festen Signalen traut man dann doch eher.
Vanessa als Merton. Erstmal durch den Tunnel. Gegenzug. Ah, der fährt ab. Merton. Der letzte Halt, den wir hier heute haben. Ach, nervig, dass jetzt noch ein Tausender gab. So.
Reichweite 2 Traktor. Oh, das war's schon. Ja, wir haben vielleicht ein Fahrstil. Wir haben ja die eine Zwangsbremsung. Haben wir den schlechten Fahrstil? Na ja, gleich zu Anfang, wo mit der Siefer-Zwangsbremsung einhergehend. Und vor Max-Überschreitung, ja. Da waren wir ein bisschen flott. Sonst geht's. Ah, hier war auch noch ein bisschen. Aber weniger als da. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.